Jo. Ein Klempner und eine Verkäuferin übernehmen eine Pizzeria, übernehmen die Speisenkarten, die Preise, kalkulieren nicht und dann ist keine Kohle mehr da und dann ruft er mich. Also Sympathie hin, Sympathie her, ich sag mal, naiver geht es gar nicht mehr. Klare Worte, die Uwe und Anja wachrütteln sollen. Tja. Meint ihr das wirklich ernst hier? Ja. Ja, das meine ich wirklich ernst. Okay, in 2 Stunden kommen 14 Testesser. Ich muss gucken, wie ihr arbeitet. Ich muss gucken, wie das hier funktioniert. Ich will das alles hier erleben. Okay. Wir legen los. Und wenn ich alles gesehen habe, dann sage ich euch auch, ob mir die Pizza geschmeckt hat oder nicht. Okay. Das. Aber super. Okay. Dafür komme ich hin. Kommt nur darauf an, wie es den Leuten schmeckt. Ich bin echt gespannt, ja. Das Paar legt direkt los. Doch heute brauchen sie Unterstützung. Also wir haben meine Mutter gerufen. Die hilft auch schon mal so zwischendurch in der Küche aus. Die soll uns jetzt ein bisschen helfen, weil 14 Mann ist ja nicht mal eben. Frank Rosin. Gerlinde Detering. Ach, die Mama. Die Mama. Oh, das ist aber schön, dass wir uns kennenlernen. Ja, finde ich auch. Wie geht's? Danke, gut. Was sagen Sie denn dazu, dass Ihre Tochter und Ihr Schwiegersohn ein Restaurant aufmachen und haben von Essen und Trinken, Kochen, Gastronomie null Ahnung? Was soll ich dazu sagen? Ich Ihre finde, Meinung, jeder, Ihre Meinung. Jeder soll seine Chance haben. Jetzt sind Sie natürlich hier der Notnagel, habe ich gehört. Richtig. Und Sie haben hier jede Menge Geld reingesteckt. Ja. Ne? Wie viel? 20.000. Das ist meine Altersversorgung. Aber mehr geht auch nicht. Ja, ich meine, angenehm ist mir das natürlich nicht. Aber ja, es ist ja nun mal eine Tatsache. Und dazu stehe ich auch. Wird Gerlinde ihre 20.000 Euro Altersvorsorge jemals wiedersehen? Was wäre denn, wenn Sie Ihr Geld nicht zurückbekommen würden? Dann muss ich sparen, sparen, sparen. Das wird dir schon wehtun, ne? Ja. Weil wir sind hier in einer sehr schwierigen Situation. Ne? Ja, ich weiß. Also, es ist hier mehr als kurz vor 12. Mhm. Und lange. Also, ich habe gefragt, ob sie einen Plan B haben. Und einen Plan B haben sie nicht. Nee, wenn sie hier zumachen, müssen sie sich irgendwas suchen. Genau. Wieder neu anfangen. Ich habe dem Schwiegersohn gesagt, schön 20 Mille kassieren, aber nicht fähig sein, eine Pizza zu kalkulieren, ist für mich fast schon eine Straftat. Mhm. So gesehen, ja. Haben sie recht. Aber da habe ich eigentlich so noch nie drüber nachgedacht. Gucken wir mal, wie wir weitermachen. Also, ein Schild fest. Wir brauchen den hier. Ganz dringend. Ich hab's gegeben und nun muss ich gucken, dass es irgendwann wieder reinkommt. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht kann Frank Rosin helfen. Doch nur, wenn er auch Potenzial sieht. Das wird der Experte heute Abend herausfinden. Jetzt warten wir eigentlich auf die Testesser, ne? Genau. Ich sehe euch aber gar nicht vorbereitet. Ja, klar. Wir gucken ja, mal. Ja gut, du machst da jetzt ein Salatdressing. Essig, ja, alles andere ist eigentlich immer schon fast vorgeschnitten. Das haben wir alles in der Kühlung. Der Uwe hat das vorne in seiner Salatbar. Und die Schnitzel und die Currywurst, die ihr da auf der Karte habt? Die sind in der Tiefkühlung. Die sind zwar frisch geklopft und dann frieren wir die halt ein und tauen die dann halt auf. So wie in der Pommesbude, ne? Genau. Zeig mir doch mal die Schnitzel. Ja, zeige ich dir. Das ist einmal das normale und einmal das glutenfreie. Und jedes Schnitzel ist einzeln angefroren. Richtig. Ja, wie gesagt, in der Pommesbude. Aber sehr ordentlich. In puncto Hygiene hat der Profi nichts zu bemängeln. Die sind so ordentlich, überall Papierchen drunter, selbst die Dressingflasche steht auf Krepppapier. Tipptopp. Wenn die das jetzt noch, diese Ordnung, in Leidenschaft, in Kalkulation und in Geschmack umsetzen können, da beteilige ich mich an dem Laden. Doch schon bald wird deutlich, die glutenfreie Pizza ist alles andere als gelungen. Der Sternekoch spricht Tacheles. Komm mal rum.
Aber du bist ja auch Arbeiterdenkmal, ne? Sicher. Ist nichts zu tun? Ich finde normal. Aber gleich kommen sie doch Guck alle. Guck mal, was ich mache. Was machst du denn da? Kräuterbutter? Das ist jetzt, ich mache den kleine Vorspeise. Gibt's das denn immer? Eigentlich schon, ja. Du sollst das so machen, wie es immer ist, ne? Wie immer. Du sollst mir nicht anlügen, ne? Deine Mama, deine Mama guckt die ganze Zeit zu, ne? Kann's auch. Nicht anlügen, also ne? Also ich mache, entweder mache ich Focaccia, das heißt Pizzabrot mit Knoblauch, ja. Salz, Pfeffer, Oregano. Mhm. Oder ich mache eben Pizzabrötchen mit Kräuterbutter. Oh, guck mal, da kommen die Testesser schon. Ich habe Schweißausbrüche, als ob ich in den Wechseljahre wäre. Entschuldigung, aber... Arbeit. Uwes Nervosität macht sich bemerkbar. Hatten Sie reserviert? Fünf. Hatten Sie reserviert? Das ist auch der Gag des Tages, ne? Jetzt wird es ernst. Wie kommt das Ambiente an? Es ist mir eben bis wie Pizzeria. Für eine Pizzabude finde ich das echt schön, ja. Unser Sohn muss glutenfrei essen. Und das ist natürlich erstmal sehr schön, dass man so viel frei bestellen kann. Abwarten, ob Uwe und Anja das hinbekommen. Oh, erste Bestellung ist da. Pizza, 36, 40. Wisst ihr nicht, was eine 36 ist? Ich weiß die Liga nicht auswendig. Was ist eine 36? Was ist eine 36? Nudeln. Volltreffer, nur welche? Ich bin gelernter Wasserinstallateur und Klempner. Und ist klar, so habe ich natürlich nie die Nummern im Kopf von den Nudelgerichten. Was ist eine 36? Spaghetti. Was ist eine 36? Eine 36? Spaghetti für die Mario. Ja, du bist der Allerschärfste. Mann. Was sind da für Frutis drin? 11. Das ist eine Frutti di Mare, das ist gemischt. Ich bin kein Italiener. Ja, und was denn drauf? Mit Tintenfisch. Mhm. Diese mit den Fühlern. Die, mit den Fühlern, die. Da habe ich echt mal ein Problem. Tintenfische. Ja. Und fährst du da morgens immer zum Markt? So, ja. Einkaufen und so? Nee, Großhandel. Die haben die auch. Im Großhandel holen wir die. Und wie? Ich guck mal. Ja? Wow. Muscheln. Tintenfisch. Und das ist Surimi. Surimi ist nichts anderes als gebundenes Eiweiß. Ach so. Aha, noch nie von gehört. Das gibt's gar nicht. Das ist ein Kunstprojekt. Aha. Das ist ein Kunstprodukt. Ja, das ist aber auch künstlich gemacht. Also. Ja, es ist künstlich gemacht. Es ist kein Frutti di Mare. Trotzdem kommt das Surimi in die Pfanne. Währenddessen bearbeitet Uwe den ersten Pizzateig mit der Maschine. Der Quereinsteiger nutzt jede Arbeitserleichterung. Auch die Soße ist bereits fertig. Ein Pluspunkt, er behält den Überblick. Bis jetzt. Ich mache jetzt die Pizza für den ersten Tisch, für Tisch 3. Für den da. Und muss noch Pizzabrötchen machen. Die Anja muss noch Nudeln machen. Und zwei Salate. Anjas Refugium ist die Küche. Was ist das, Gouda oder so? Das ist Gouda, ja. Jetzt muss ich gucken, wie weit Anja ist mit den Nudeln. Ich mache bei uns hier in der Pizzeria Soßen. In der Pizzeria bin ich für die Küche zuständig. Ich mache Pizzateig. Die Nudelgerichte. Pizza. Die Salate. Ich räume auch die Spülmaschine natürlich leer. Ich habe gerade die Vorspeise und wir haben ein Nudelgericht. Okay. Ich muss noch die Schnitzel auftauchen machen. Ja. Die 48-Jährige arbeitet unter Hochdruck und die Schnitzel müssen auch noch zubereitet werden. Jetzt taust du das auf? Jetzt taue ich das auf, ja, in der Mikrowelle. Warum? Weil ich das dann in die Fritteuse rein. Und die Pommes taust du auch auf? Nee, die Pommes kommen so in die Fritteuse. Und warum das Fleisch dann nicht? Weil ich dann nicht weiß, wann der Garpunkt da ist. Und wenn ich was dann nicht weiß? Dann habe ich Angst, dass ich... Ja, ich mache das immer so, deswegen. Weil du das nicht weißt? Ja, genau, weil ich nicht weiß, wann dann der Garpunkt da ist. Warum hast du es dann nicht mal ausprobiert? Weil ich mich das irgendwo nicht traue. Ich denke mal, dann wird der... Brauchst du nur zwei Schnitzel und kannst das ausprobieren? Wird es innen vielleicht nicht so, dass es nicht... Oder hast du es noch nie ausprobiert? Nein. Ja, also kannst du es ja auch ja, nicht. Ja, ich mach's immer so, deswegen. Der gelernten Verkäuferin fehlt die Fachkenntnis. Uwe hat es etwas leichter. Also, den Service mache ich jetzt, weil die in der Küche zu tun haben. Und ich habe hier ein bisschen frei noch, weil, wie gesagt, die
Leute da in der Küche dann die anderen Sachen alle machen, Schnitzel und Nudeln und so. So, einmal der Salat. Wir teilen. Das sind zwei Salate gewesen, richtig? Ja. Für wen war der andere? Einfach wir teilen uns das, ja. Wie läuft's mit der Putte der Mare? Ja, ist fertig. So, 30, das so die Nudeln sind die 36. 36 ist das. 36. Das ist 36. Genau. Also, ich kenne eure Karte schon besser als ihr. Genau, 36. 36. Jetzt muss der Schrott da raus und fertig, damit die fünf da kriegen hier. 36, Tisch. Ich weiß nicht, welcher Tisch das ist. 36 da an dem Tisch. Da hinten? Nein, hier ist an dem da. Wo die mit der Kamera stehen. Darf ich das hier hinstellen? Natürlich. Bitte schön, guten Appetit. Ich muss mal meine Pizza aufpassen. Dann. Alles gut. Noch behält Uwe die Nerven und den Service im Griff. So, hier habe ich auf jeden Fall schon mal die Diablo. Bitte schön. Man lernt ja alle Leute kennen. Nein, es waren bisher alle am Tisch. Also wir haben keinen direkten Service-Ansprechpartner. Ja, da müssen wir jetzt einfach mit klarkommen. Das ist jetzt hier Rigatoni al Forno. Das sind Champignons, Pfifferlinge und Kochschinken. Da kommt dann die Bolognese-Soße und Schuss Sahne mit bei. Dann kommen die Rigatoni kurz rein. Und dann wird das beim Uwe in der Schale noch mal mit Käse überbacken. Einmal Rigatoni al Forno gleich. Mach sie doch. Was denn? Putti di Mare, glutenfrei. Bitte schön. Was ist denn jetzt hier los, Kinder? Ja, ich bin nach dem Zettel. Nee, 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 nee. Was ist jetzt los hier? Komm, erklär mir das. Das ist einmal. Den hast du fertig? Ja. Nee, die 40 müssen wir noch machen, die 36. Das andere habe ich alles. Salat. Also die 36 hat der Gast doch schon. Putti di Mare. Und wie schmecken die Meeresfrüchte? Ein bisschen fad, aber sonst. Nee, danke. Ich weiß nicht, ob es dadurch besser wird. Unsere Vorspeisen kamen sehr schnell. Also das war Salat, das kam dann leider auch direkt zeitgleich mit den ersten Hauptgerichten mehr oder weniger. Aber dann fehlte mein Hauptgericht und das ist dann schon ein bisschen übel, wenn man zusammen essen geht und kann nicht zusammen essen. Also das finde ich sehr schade. Das ist einmal, den hast du fertig? Ja. Nee, die 40 müssen wir noch machen, die 36. Und dann, ich habe hier jetzt noch einmal die 59 für Tisch 2 und einmal die 44 für die Mitte. Ja, aber die 22 mit weniger 7, ein bisschen mehr 3 und dafür die 8 mit der 2. Na, aber nicht dafür glutenfrei. Mit ein bisschen mehr 7. 1. Die 54. Was soll das denn sein? 54, glutenfrei. Ja. Ja, weiß ich ja, glutenfrei. Du redest schon genauso, du sagst nicht mehr, wie das Gericht heißt, du sagst nur glutenfrei. Was ist das denn? Was ist das? Du kennst dich da im Restaurant? Die 54. Ja, was ist das denn? Du musst doch wieder in eine Karte gucken. Du weißt nicht, du kennst deine Gerichte in deinem eigenen Laden. Nee, weil ich die Nudeln nicht mache. Ja, aber das ist doch dein Laden hier. Ich mache nur Pizza. Ja, aber das ist doch. Hör mal, Anja. Anja, wieso bringst du die nicht am Tisch? Was sind das für Nudeln jetzt? Das sind die 44. Der liebe Uwe ist in seinem Restaurant und kennt seine eigenen Gerichte nicht. Das ist die 37, glutenfrei. Ja, wie heißen die? Hab ich doch eben gesagt, die stehen doch auf dem Wie heißen die? Weiß nicht, welche Nummer ein Gericht hat oder weiß auch nicht, welches Gericht zu einer Nummer gehört. Sag dir, wie die heißen, ganz klar, Moment. Einmal die 59, die da steht, die glutenfreien Nudeln, ist die 59. Wie heißen die? Aioli Oio. Aioli Oio. Hör mal. Aioli Oio. Bitte dahin, ja? Das habe ich jetzt leider nicht verstanden. Aioli Oio. Was? Ich weiß nicht, heißt sie. Was heißt das? Aioli? Ja. Oio. Ich kann Spanisch, das reicht doch. Buonasera. Ist fast wie Italienisch. Buonanotte. Aioli Oio? Was ist das denn? Kenn ich nicht. Glutenfreie. Aioli Oio? Was ist Aioli Oio? Die Nudeln. Sag doch mal, wie heißt das? Aioli Oio. Kann ich aussprechen. Doch. Also Rigatoni al Forno erstmal. Da habe ich echt mal ein Problem. Dieses Nudelgericht eben. Und das Aioli Oio. Aglio e Oli.
Jetzt war es fast richtig. Glutenfreie Nudeln. Nicht bei uns. Nicht? Zum Testen. Die Nudeln sind rein geschmacklich gut, sind nur leider alle gebrochen. Also, das ist keine länger als ein Zentimeter. Glutenfreie Spaghetti brechen schneller, weil ihnen der Klebstoff fehlt. Und es gibt noch mehr zu bemängeln. Wir wollten gerne einen netten Abend zusammen haben und zusammen essen. Jetzt gucken wir Martina beim Essen zu. Aber dafür darf ich dann gleich überall bei euch probieren. Eine Frage meinem Chef. Was ist Aioli Olio? Wie wird das gemacht? Du fragst mich Sachen. Wie wird das gemacht? Ich mach das doch nicht. Ja, aber ist doch egal, ist doch dein Laden hier, du musst doch alles können. Nee, das muss ich nicht können. Also. Nee, mach ich nicht. So hier nudelmäßig hier. Mäh. An die Mafia im Ruhrgebiet. Bitte kommt nicht vorbei und nimmt den fest oder macht irgendwas Schlimmes mit ihm. Er weiß es einfach nicht besser. Aber er meint es gut und kümmert sich um seine Gäste. Ja, dann wollte ich mal fragen, ob es Ihnen schmeckt. Also schmecken, ja, tut ganz gut. Aber ich war im ersten Moment ein bisschen verwirrt, weil ich hatte irgendwie mit Lachs gerechnet und nicht mit Seelachs. Okay. Jetzt bin ich mir aber auch nicht mehr sicher, was in der Karte stand. Steht Lachs in der Speisekarte, ja. Ich finde es echt bewundernswert, wenn eine Pizzeria sagt, ich biete glutenfreie Pizza an. Es gibt ja wirklich wenig Pizzerien und die sind auch leider auf Deutschland sehr verteilt. Stimmt. Aber entweder, ich weiß nicht, ob man sich da mal austauschen kann oder so, oder ob sie noch weiter üben, aber so ist es, dann brauche ich auch keine. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt ändern soll. Weil bis jetzt hat sich keiner beschwert. Okay, hast mal ein oder zwei dabei, aber von. Warum steht da Lachs in der Karte und du verkaufst Seelachs? Ja. Warum dann Lachs? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ne? Weil, wie wir dir vorhin gesagt haben schon, dass wir die Karte so übernommen haben. Ja. Und dabei eben mit diesem Lachs und nicht dieser richtige Seelachs. Du meinst den roten, oder? Du meinst den roten. Warte. Den roten Seelachs, den richtig roten. Und nicht den wir haben. Ja. Ich hab die Karte so übernommen. Ja. Da steht auch tote Mutter drauf und verkauft auch tote Mutter. Nein, die Segel ist schön. Also wirklich, hat der andere auch gemacht. Bandnudeln mit Lachs. Also nicht den roten Seelachs, sondern den anderen. Also, Herr Rosin, wir wissen nicht, warum der Laden nicht läuft. Wir können uns das auch nicht erklären, warum hier keiner kommt. Wir machen alles und wir wollen auch. Und wir geben nicht auf. Nein, niemals. Das sind die schlechtesten Bandnudeln, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Hallo, schönen guten Abend. Jetzt geht's los. Bewerten. Ich brauche jetzt eure Zahlen. Maximal könnt ihr pro Kategorie 10 Punkte vergeben. Insgesamt 50. Okay? Das war völlige Reizüberflutung. Da passt hinten vor gar nichts. Das Testessen hat Anja und Uwe an ihre Grenzen gebracht. Und diese Hektik, die auf einmal aufgekommen ist. Das war peinlich. Haben die Quereinsteiger komplett versagt? Alles hängt von der Bewertung der Gäste ab. Ja, wir mal gucken, was jetzt kommt. Ja. Abwarten. Ja. Ja, dann stelle ich mich mal hier rüber. Komm mal her, Mama. Ja. Ich arbeite das hier aus. Okay. Das sind die Bewertungen der Testesser. Das sehen wir weiter und dann sprechen wir morgen darüber. Und dann gucken wir, ob wir was machen und wenn. Was können wir machen? Mhm. Schönen Abend. Super. Dankeschön. Danke. Gleichfalls. Dankeschön. Der größte Fehler, den wir gemacht haben beim Testessen, wir waren total unorganisiert. Völlig. Da ist alles aus dem Ruder gelaufen.